jetzt seht ihr, was wir schon so lange gesucht haben. Und in Wahrheit war er die ganze Zeit hier. Glam Rock Bonnie. Aber seine Augen leuchten doch. Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tio von Herzen. Willkommen zu einem weiteren Video zu FNAF Ruin, zu Security Breach Ruin. Da wir jetzt die normale Story durchhaben, Freunde, ist es an der Zeit, die Secrets zu suchen. Und genau das werden wir heute machen. Und mir wurde zugetragen, dass es Fakt ist, dass Glamrock Bonnie im Spiel ist. So lange haben wir in normalem Security Breach nach Glamrock Bonnie gesucht. Wir haben viele Hinweise gefunden, aber Glamrock Bonnie selber nie. Aber in Ruin ist es scheinbar möglich, die Animatronic mit dem Namen Glamrock Bonnie zu finden. Genau das werden wir machen, Freunde. Und wenn ihr auch noch wollt, dass wir die Secret Endings, und es gibt auch noch mehr Secrets hier drin, wenn ihr wollt, dass wir die alle suchen, Freunde, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben, Channel abonnieren, damit ihr nichts verpasst und damit wir noch 300.000 Abos knacken. Und als kleinen Bonus, weil die Kanäle alle in letzter Zeit sowieso so heftig performen, Freunde, verlose ich aktuell eine Nintendo Switch auf Instagram. Link zu meinem Instagram-Profil ist unten überall in der Beschreibung. Ihr müsst nur draufklicken, den Beitrag liken, mir folgen und zwei Freunde hier auf dem Beitrag markieren. Und schon könnt ihr eine Nintendo Switch in der Zelda Tears of the Kingdom Edition gewinnen. Und das Gewinnspiel geht noch bis zum 1.8. Das heißt, ihr habt noch 2 Tage Zeit, euch einzutragen. Danach verlosen wir noch eine PlayStation 5. Also wer Bock hat auf eine Konsole, folgt mir auf Instagram. Danke. Und es gibt genau 2 Arten, wie wir Glamrock Bonnie in Ruin bekommen können, Freunde. Ich zeige euch mal den normalen Weg, aber wahrscheinlich werden wir es hacken müssen. Denn es gibt einen normalen Weg, um Glamrock Bonnie quasi freizuschalten, auf eine ganz normale Art und Weise, ohne Hacks, ohne irgendwas. Ist aber sehr, sehr schwierig und irgendwie hat es noch niemand komplett geschafft, aus welchem Grund auch immer. Also es gibt eine legit normale Möglichkeit, nur irgendwie funktioniert die nicht so richtig? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Hauptmenü. Wir können hier auch die Kapitel auswählen. Also die meisten von euch werden es wahrscheinlich sowieso schon gesehen haben. Aber ihr könnt hier einfach jedes Kapitel nochmal neu starten. Und wir gehen mal kurz rein in... Warte, brauchen wir überhaupt Kapitel 1 dafür? Ist auch jetzt gar nicht so wichtig, in welches Kapitel genau wir reingehen, damit ich euch zeigen kann, was man machen muss. Wir haben unsere Venny-Maske und wir haben ja auch diese ganzen Wet-Floor-Bots hier. Ha, wieso guckt der mich jetzt an? Sonst gucken die doch immer weg von uns. Hä? Naja, jedenfalls haben wir die Venny-Maske. Und wir können diese Roboter deaktivieren. Das wissen wir. Das haben wir auch schon mal testweise gemacht. Und ich habe mich ja schon die ganze Zeit gefragt, warum sind diese Roboter hier? Der hat uns jetzt angeguckt. Ich weiß nicht warum. Die anderen gucken immer weg von uns. Oder vielleicht, weil wir jetzt das Spiel durch haben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir die deaktivieren, wenn wir die Maske aufhaben. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum sind überall diese Roboter? Sowieso. Warum können wir sie deaktivieren? Ich weiß jetzt, warum. Oh, hi Gregory. Gregory ist gerade nicht so wichtig. Hör auf zu reden. Denn das Ziel ist es, alle diese Roboter zu deaktivieren, denn dann triggert man ein Secret, mit dem man Glamrock Bonnie aktivieren bzw. einen Zugang zu ihm aktivieren kann. In Bonnie Bowl. In Bonnie Bowl gibt es dann einen Zugang, der sich öffnet, wenn man alle von diesen Wet Floorbots deaktiviert. Das Problem ist nur, aus irgendeinem Grund hat es noch niemand geschafft, alle Wet Floorbots zu finden. Einer fehlt immer. Und alle wissen, dass einer fehlt, weil wenn man sich einen neuen Bot quasi hinhackt und den dann deaktiviert, funktioniert es auf einmal. Das heißt, irgendwo auf der Map fehlt ein Bot. Also entweder fehlt ein Bot oder man muss... Oh Gott! Chill, Bro! Also irgendwo auf der Map muss man entweder noch einen Bot finden oder noch was anderes triggern, um den letzten Bot zu bekommen. Also das ist scheinbar das, was gerade so ein bisschen das Problem ist. Also es hat noch niemand Glamrock Bonnie auf die normale Art und Weise gefunden. Und während ich gerade sehe, dass es hier so dunkel ist, Freunde, machen wir jetzt mal die Helligkeit auf 100%. Damit wir hier auch mal wirklich alles sehen, was es hier zu sehen ist. Ist immer noch zu dunkel. Gamma auch auf 100%. Let's go. So, dass man auch mal wirklich alles hier sehen kann, Freunde. Es ist viel zu dunkel hier. Warte, ich habe doch auch meine, Cheat-Konsole. Wir können auch eigentlich Gamma auf 7 drehen. Ja, okay, das ist ein bisschen zu hell. Lass mal Gamma 5 machen. Ist auch ganz schön hell. Gamma 4... Ja, so ist auch ganz schön hell. Gamma 3. Ja, ist okay. Ist okay. So sieht man mehr als genug.
Aber dass wir auch wirklich mal alles auf der Map sehen können. Aber ihr versteht jetzt, was ich meine mit den Wet Floorbots. Ich denke, die Message ist angekommen. Und hier sind wir jetzt auch direkt in Bonnie Bowl. Und hier ist auch schon ein Roboter, der uns jetzt nicht anguckt. Ich weiß nicht. Manche gucken uns an, manche gucken uns nicht an. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Fakt ist aber, sie müssen, egal ob die gucken oder nicht gucken, sie müssen deaktiviert werden. Alle Roboter, alle Cleaning-Bots müssen restlos deaktiviert werden. Übrigens, kleiner Fun-Fact, wenn ihr hier die verschiedenen Kapitel startet, arbeitet ihr trotzdem durchgehend noch im selben Speicherstand, was ich ultra cool und ultra praktisch finde. Weil wir werden später auch noch Secret-Endings triggern, wie gesagt. Morgen kommt noch ein Video mit einem Secret-Ending. Wofür es ultra wichtig ist, dass man zwischen den Kapiteln nahtlos switchen kann und man nochmal andere Sachen auslösen muss und auslösen kann. Also ultra gut, dass sie das so gemacht haben. Finde ich richtig klasse. Also so sehr viel besser als in Security Breach. Weil wenn man in Security Breach bestimmte Sachen machen wollte und nicht 30 verschiedene Speicherstände erstellt hat, während man gespielt hat, dann warum? Ja, da brauchtest du, konntest du alles nochmal von vorne machen. Das war mega nervig. Und hier kann man jetzt ultra gut die verschiedenen Kapitel laden und immer neue Sachen sich noch angucken und testen. So, warte mal. Ist hier drin so ein Bot? Ne, hier ist keiner drin. Okay. Wir werden jetzt auch nicht alle deaktivieren, weil ich habe bei Fusion reingeschaut zum Beispiel. Der hat irgendwie 10 Stunden rumgesucht und hat sowieso den letzten Bot nicht gefunden. Niemand findet den letzten Bot. Also hat es für uns auch keinen Wert, jetzt danach zu suchen. Vielleicht schafft es ja irgendjemand von euch. Na? Wird irgendjemand von euch hier mega... Oh lol, warum sind denn hier so viele drin auf einmal? Hey, ist ja frech ist das ja. Wenn es also irgendjemand von euch vielleicht versuchen will, das zu finden, könnt ihr es gerne machen. Vielleicht schafft ihr es ja. Aber ja, von den ganzen YouTubern, die ich bis jetzt gesehen habe, hat es niemand geschafft. Und die haben teilweise stundenlang gesucht. Deswegen werde ich das jetzt ganz bestimmt nicht auf mich nehmen, Freunde. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem, was passieren würde, wenn man... das alles auf die normale Art und Weise triggert, sage ich mal. Wir gehen jetzt mal hier rüber, denn Glamrock Bonnie war die ganze Zeit in Bonnie Bowl. Wir haben viele Theorien uns zurechtgesponnen, das wisst ihr ja. Ich habe auch viele Theorievideos zu Glamrock... Oh, hi, chill. Ich habe ja auch viele Theorievideos zu Glamrock Bonnie gemacht, wo ich darüber spreche, wo er sein könnte, wo er vielleicht ist, ob wir ihn irgendwie triggern können und so weiter und so fort. Und er lag... Folgt ihr mir jetzt die ganze Zeit? Und er lag die ganze Zeit hier oben in Bonnie Bowl. Jo, ist der Music Man jetzt die ganze Zeit hinter mir her? Bro, hau ab! Hey! Oder laufen die nur zu ihren Kollegen? Die laufen nur zu den Kollegen, oder? Sehr gut. Besser ist das. So, denn hier hinten, wo es leuchtet, ist der wichtige Abteil. Beziehungsweise da drüben leuchtet es auch, aber das ist egal. Wie ihr jetzt hier reinkommt, ist folgendes. Wenn man alle Cleaning-Bots oder alle Wet-Floor-Bots oder wie auch immer, wenn die alle deaktiviert sind, in jedem Kapitel bis zu Bonnie Bowl, wenn die alle deaktiviert sind, dann ist hier in der Ecke, spawnt hier ein Bot. Wenn man dann hier hinkommt, steht hier so ein Cleaning-Bot. Und der fährt dann hier rüber und öffnet diesen Durchgang. Hier hinter ist ein Loch in der Wand, durch das wir durch können. Ich habe jetzt einfach mal auf kunstvolle Art und Weise dieses Schild hier entfernt, Freunde. Ihr könnt euch einfach den Unreal Engine Unlocker runterladen. Dann habt ihr unten dieses Command-Ding. Das ist, könnt ihr for free runterladen. Unreal Engine Unlocker nennt sich das. Und dann könnt ihr hier alle möglichen verschiedenen Commands benutzen. Zum Beispiel Destroy Target. Zusammengeschrieben aber. Destroy Target. Und dann könnt ihr damit zum Beispiel... Ja, ich habe jetzt noch was weggelöscht. Ihr habt es gerade gesehen. Das war doof, weil ich glaube, jetzt komme ich hier nicht mehr lang, oder? Okay, mal schauen, ob wir da jetzt noch langkommen. Das war vielleicht ein Fehler. Ich wollte eigentlich die Wand hier löschen. Naja, damit könnt ihr jedenfalls Sachen löschen. Ich habe damit das Schild hier gelöscht. Und jetzt können wir hier rein. Und hoffentlich... upsi, warte. Okay, ich habe was Falsches gelöscht. Einen Moment. Aber da ich dann jetzt nochmal hingehe, kann ich euch das Ganze wenigstens einmal in seiner vollen Pracht zeigen, Leute. So, wir starten unser Command-Ding. Wir machen Destroy Target. Zack, das Plakat löst sich auf. Und als nächstes können wir jetzt einfach hier durchgehen, Freunde. Und jetzt seht ihr, was wir schon so lange gesucht haben. Im normalen Security Breach haben wir danach gesucht. Während wir jetzt Ruin durchgespielt haben, habe ich danach gesucht. Und in Wahrheit war er die ganze Zeit hier. Glamrock Bonnie. In Bonnie Bowl lag er hier die ganze Zeit zerstört. Aber seine Augen leuchten doch.
Wir haben ihn endlich, das ist so strange, Freunde, wir haben ihn endlich gefunden. So, wir haben Security Beach rauf und runter gesucht, wir haben ihn ins Game gemoddet, alles mögliche. Und jetzt in Ruin liegt er hier, umgeben von den Wet Floorbots übrigens. Und, warte mal, ist das eine Bowlingkugel? Sind das hier Reste von einer Bowlingkugel? Alter, er ist komplett zerstört. Hier liegen Reste von seinen Armen, seine Beine komplett kaputt. Hier liegt sogar ein... Nee. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Mikrofon? Nee, das ist irgend so ein Gelenk. Irgend so ein Kugelgelenk oder so. Was ja wahrscheinlich, was wahrscheinlich hier, keine Ahnung, aus den Beinen ist oder so. So wie hier. Diese Kugelgelenke. Okay. Herr Bonnie komplett zerstört. Hier sind irgendwelche Reißspuren drin und so. Und dann wurde ihm wahrscheinlich noch ein Bowlingball... Bowlingkugel wurde ihm noch über den Kopf zerschlagen. Alles zerstört hier. Verdächtig grüne Farbe hier. An der Brust. An der, ja. An der Brustpanzerung, wollte ich schon sagen. Aber, ja. Wir wissen ja, dass es vermutlich Monty war, der ihn zerstört hat, Freunde. Aber hier ist doch noch... Also seine Augen leuchten doch noch. Okay, warte. Warum sind hier 4 Floorbots? Passiert irgendwas, wenn wir die deaktivieren? Warte mal, wir machen die mal alle aus. Einen. Hallo. Deaktivieren. Okay, warte, kann ich die gar nicht alle ausmachen? Machen den noch aus? Hä? Ich kann die gar nicht alle ausmachen. What? Warte mal. Doch, jetzt. Den hier auch. Okay. Maske aus und wieder auf. Und den hier auch. Passiert irgendwas, wenn wir das machen? Wir sind ja nicht ohne Grund hier. Oh, seine Augen sind ausgegangen. Seine Augen haben aufgehört zu leuchten. Oh nein. Waren diese Floorbots hier und haben noch so ein bisschen Strom in Bonnie gehalten? Waren diese Floorbots die ganze Zeit hier, um ihn so ein bisschen am Leben zu halten oder so? Dass er vielleicht repariert wird? Und wir haben ihm auch das jetzt genommen? Nein. Nein. Nein, das ist bestimmt fake. Das hab ich mir ausgedacht. Nein, keine Ahnung, Freunde. Seine Augen sind jetzt schlussendlich auch erloschen. Und hier hat er wirklich die ganze Zeit gelegen. Wir haben ihn gesucht, überall. Wir wissen, dass Monty ihn zerstört hat. Und wir haben alles überlegt, wo er ihn hingebracht hat. Wo könnte er ihn versteckt haben? Aber er hat ihn gar nicht versteckt. Er lag einfach hier oben in einem Hinterzimmer in Bonnie Bowl. Zerstört. Können wir ihn irgendwie vielleicht reparieren und reaktivieren? Das wäre krass. Wie cool wäre das, wenn wir ihn irgendwie reparieren könnten? Bonnie. Glamrock Bonnie. Wenigstens wissen wir jetzt, wie er mal ausgesehen hat. Freunde, das war es für dieses Video. Vielleicht schafft es einer von euch, alle Floorbots zu finden und hier selber reinzukommen. Wie gerne würde ich einfach Glamrock Bonnie in Aktion sehen. Aber geht leider nicht. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Zu Ruin. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Macht beim Instagram-Gewinnspiel mit. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.